Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich heiße Martin Erdmann und das ist meine Frau Marion. Ich stamme aus Münster in Westfalen und bin 1982 in den Auswärtigen Dienst eingetreten. Ich habe in Bonn, Helsinki und viele Jahre in Brüssel gearbeitet. Zuletzt war ich deutscher NATO-Botschafter in Brüssel und von dort sind meine Frau und ich direkt nach Ankara umgezogen. Dies ist mein Arbeitsplatz, die türkische Hauptstadt Ankara, gelegen auf der anatolischen Hochebene, 1000 Meter Höhe mit 5,5 Millionen Einwohnern. Das sind 1,5 Millionen mehr als in Berlin leben. Dort unten können Sie den Hauptbahnhof der Stadt Ankara sehen, wo am 10. Oktober 2015 der tragische Terroranschlag geschehen ist, dem über 100 Menschen zum Opfer fielen. Gestern Präsident Erdogan mein Beglaubigungsschreiben überreicht und die Tradition sieht vor, dass am Tag danach der neue Botschafter einen Kranz am Mahnmal und am Gedenkmal für den Staatsgründer Kemal Atatürk niederlegt. Und das habe ich heute hier getan und Sie sehen im Hintergrund das Monument und das Grabmal von Kemal Atatürk. Für einen Botschafter gehört auch Schreibtischarbeit dazu, wenngleich sein Hauptbetätigungsfeld außerhalb der Botschaft ist. Hier sehen Sie mich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Konsularabteilung. Als Botschafter muss man auch ein guter Gastgeber sein, hier am Tag der deutschen Einheit in Ankara in der Botschaft. Deutsch-türkischen Beziehungen sind sehr eng, wie der häufige hochrangige Besucherverkehr zeigt. Ein wichtiger Teil meiner Tätigkeit ist die Öffentlichkeitsarbeit, die sie sich in Interviews und Gesprächen mit türkischen Medien niederschlägt. Die deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen sind von einer unglaublichen Intensität und Dichte. Hier bin ich zu Besuch bei dem Bushersteller MAN, der in Ankara seine Busflotte fertigt. Deutsche Unternehmen schaffen in der Türkei viele Arbeitsplätze. Sie tragen zur Innovation in der Türkei bei und zum Wissenstransfer und Know-how-Transfer. Die Türkei, die 2,5-mal so groß ist wie Deutschland, bietet viel an Entdeckungen. Ankara hat eine große Vielfalt an Museen, darunter auch modernen Museen, die meine Frau und ich in unserer Freizeit gern besuchen. Während meiner Dienstzeit in der Türkei werde ich dieses sehr interessante Land bereisen. Eine Möglichkeit ist die Eisenbahn. Die Türkei ist ein Eldorado für Bahnliebhaber, insbesondere für die Liebhaber alter Eisenbahnen, zum Beispiel der legendären Bagdadbahn. Und dann gönne ich mir noch ein kleines Hobby auf zwei Rädern. Ich habe aus Brüssel mein Motorrad mitgebracht und werde das Land auch auf zwei Rädern erkunden. Wir sind hier im Garten der deutschen Botschaft Ankara. Dieser Garten ist eine Oase inmitten einer Steinwüste. Es ist eine grüne Lunge, die uns hier umgibt. Und dies sind die Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass wir diese grüne Lunge haben, dass die Bäume genügend Wasser bekommen und all die Pflanzen, die Sie hier sehen, und die uns unseren Alltag verschönern. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Ihnen hat diese Reise durch die Botschaft gefallen. Wenn Sie mal im Lande sind, kommen Sie doch vorbei und schauen sich alles selber an.